Was haben wir hier? Wieder brauche ich wieder eine Keycard. Und hier steht safe. Also sicher. Dahinter ist wahrscheinlich der Ausgang, wetten wir. Aber da brauche ich auch wieder eine Keycard für. Lass ich die Tür mal offen. Und was ist hinter dieser Tür? Was meinst du? Monster und eins. Trappen, die hochgehen. Warnung, nur autorisiertes Personal darf hier lang gehen. Ist da was da hinten? Ich will hier lang gehen. Und ich habe die Gasmaske noch auf sich gerade. Dann geht die nicht auf. Oh, da ist es dunkel hinter. Nee. Dann gehen wir wieder da hoch. Natürlich brauche ich eine Keycard, jetzt wo ich mich gerade entschieden habe. Ne? Warum zieht er den Kopf immer so rüber, nach rechts? Oh, ist das eine Anspannung. Da hast du es gesehen, hat sich was bewegt. Da hat sich was bewegt. Das war ein Blitz nur. Da habe ich mich aber erschrocken. Ne, da war eben Schattenmonster, habe ich ganz genau gesehen. Mini harte. Ich höre die Geräusche. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre die Schattenmonster. Ich höre es, ich höre es. Es kommt, glaube ich, oder? Es kommt näher. Ich mach mal nichts, ich lasse einfach mal gespannt, wie Kino hier zuschauen, was passiert. Ich höre es atmen. Da kommt es! Es kommt! Oh! Warum lebe ich noch? Ich lebe noch. Ich bin gefangen genommen worden? Das habe ich auch noch nie... Was ist das? Das ist ein neuer Patch oder so, das habe ich noch nie gesehen bei jemandem. Das save ich mir, geil. Also das ist jetzt echt seltsam. Ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß jetzt echt nicht, was das hier soll. Und mach das Screenshot. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie Screenshots hier gehen. Ich habe aber gesaved. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt hier erwartet. Ich habe das noch nie miterlebt. Das hier. Ich will in den Gang gehen. Boah, guck dir das an. Da sind 100 pro irgendwo ein Monster. Was ist das denn jetzt hier? Was ist denn das jetzt hier? Ich erkenne gar nichts mehr hier. Irgendein riesiger Schocker. Da ist das SCP-Logo. Containment Breach. Ah, ich habe die Gasmaske noch auf. Deshalb. Was? Da schreit noch Euclid dahinter. Wir wissen, was das jetzt sollte. Wir wissen, was das jetzt sollte. Warum bin ich nicht tot? Diese Monster, diese Schattenmonster, hast du es auch gesehen, was mich eben getötet hat? Ne, ich hab das. Also, ich hab da gerade eigentlich gar nichts gesehen. Da kamen nämlich die Schattenmonster auf mich zu. Und normalerweise töten die einen. Und ich weiß nicht, warum ich am Leben bin. Ich hab die Keycard. Und hier brauche ich auch eine. Okay. Saven. Was ist hier hinter? Hier ist einfach nur eine leere Kammer hinter. Ist das ein Fahrstuhl oder was? Nee. Doch, das ist ein Fahrstuhl, wollte ich gerade sagen. Nein, ich bin im Keller. Im Keller kommt der Schattenmonster immer. Ich weiß nicht, ich glaube auf F2 lädt man schnell, also... Ich weiß auch, man kann irgendwann im Dunkeln hier Augen erkennen. Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Warum geht die Tür nicht auf? Fuck. Wenn ich jetzt gleich Augen sehe, dann lass sie mich töten. Ich habe keine Lust vor diesen Schatten. Es kommt, es kommt, es kommt! Renn! Renn ich genau auf es zu? Ich weiß es nicht. Ich höre es auf jeden Fall. Fuck, ich hab's gehört, es kommt gleich das Monster. Ist nur die Frage von wo.
Es verfolgt mich. Ich höre die Verfolgungsmusik. Ah, da ist es! Oh! Oh. Da kommt, siehst du die Augen? Ja. Fuck, renn! Ich glaube, ich bin tot, weil ich habe so erfahren, dass man diesem Monster nicht entkommen kann. Es verfolgt einen durch Türen, durch Wände, überall hin. Ich meine, man kann diesem Monster nicht entkommen. Ist das trauriger. Ich gehe zurück, wo ich hergekommen bin. Vielleicht kann ich mit dem Fahrstuhl... Wo bin ich hergekommen? Rechts oder links? Sag schnell. Ich weiß es nicht, links. Okay, ich bin rechts gegangen und war zum Glück richtig. Schnell, hoch, fahr hoch, fahr hoch. Hier geht's auch nicht weiter, was soll denn der Mist? Dann gehen wir mal wieder hier zurück. Liegt da noch irgendwas Schönes rum? Ein Zettel. Kann ich nicht lesen. Oh. Pass auf, es ist lustig, es kommt mit dem Fahrstuhl hoch. Das kann gut sein. Ich traue das diesem Monster zu. Ohne Witz, das kann wirklich sehr gut sein. Dass das Monster mich trotzdem verfolgt. Das Erstaunliche ist, ich bin immer noch nicht tot. Ah! Jetzt bin ich tot. Ja, jetzt bin ich tot. Hast du gesehen, warum, oder? Wegen einem Monster. Nee, wegen dem Stromschlag, der da rauskam. Weißt du, diese Blitze? Okay, ich habe aber gespeichert direkt davor. Warum bin ich wieder hier? Ich habe doch eben noch gespeichert. Ne, hier kam ich ja. Ich will nicht mehr in diesen Keller zurück. Ich will nicht mehr in diesen Keller zurück. Irgendwie verständlich, oder? Dass ich da nicht mehr hin möchte, ne? Okay, jetzt langsam. Abwarten, bis die Blitze durch sind, und dann gehe ich durch. Wo bleiben die denn? Oh, ich hab Angst. Oh! Fuck! Der Blitz kam doch gerade erst raus. Da dachte ich, renne ich jetzt schnell durch. Bin ich jetzt schon wieder? Okay. Renn! Willst du mich verarschen? Darf ich nicht mehr zurück? Muss ich in den Kerker? Ich muss in den Kerker. Was sagst du dazu? Geh zurück in den Keller. Okay. Alter, ich hab's doch gar nicht berührt. Okay, aber ich versuch's nur einmal im Keller. Danach reicht's mir für heute. Oh, ist das krass. Wirklich nicht durch. Kann ich ja nicht springen mehr. Ich muss in diesen Keller. Warum? Warum ist hier kein Licht? Ich höre Schritte. Warum komme ich hier nicht rein? Okay, dann machen wir die Tür damit zu. Einmal, sag ich dir. Einmal versuche ich es. Im Keller. Und das ist schon tapfer genug, würde ich sagen, oder? Jo. Okay, ich nehme die Gasmaske ab. Und sobald ich das Monster auch nur höre, höre ich auf. Ganz ehrlich. Ich gehe jetzt mal rechts. Aber hier war die Sackgasse. Ich muss dahin auf das Monster wieder zurennen. Ohne Witz, wenn ich das jetzt hier sehe, dann höre ich auf. Ich habe keine Lust mehr. Weil ich kann es auch gar nicht schaffen, wenn es jetzt hier kommt. Weil ich muss auf es zurennen. Ich muss ja jetzt links. Rechts war auch eine Sackgasse. Ich höre es, glaube ich, schon wieder.
Oh mein Gott. Ich save mal hier. Wenn das jetzt kommt, ne? Tür. Verschlossen. Lol. Alter. Achso, kann ich die Karte vielleicht benutzen hier? Warte mal. Wieso geht die jetzt auf? Wieso geht die Tür jetzt auf? Die war verschlossen. Das stand verschlossen. Okay. Ich komme ziemlich weit, finde ich. Na, Bruder, oben steht irgendein Monster rum. Rechts ist Sackgasse, ich schaue links. Okay. Saven. Da schreit nach Euklid. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, welche Stelle kommt. Ich glaube, wenn ich jetzt rechts reingehe, dann geht's da. Ich habe wieder Monster. Und wieder Maschinenpistole. Und das wackelt. Das war wieder mit rechts. Ich wette mit dir, das ist der Raum, wo ich jetzt reingehe gleich. Und dann, also wenn ich jetzt hier reingehe und dann links abbiege, da ist wette ich mit dir das gefangene Euklid drin. Da gibt es nämlich ein gefangenes Euklid. Nein, nicht die Tür aufmachen. Die hier will ich aufmachen. Ja, das gefangene Euklid kommt gleich. Hinter der Tür ist das gefangene Euklid. Da ist er. Siehst du ihn? Jo. Und da hat sich PewDiePie so in die Hose gemacht. Wenn ich, glaube ich, mich jetzt umdrehe, dann bricht das Monster durch das Fenster durch. Speicher mal und mach mal. Ich speichere jetzt auf keinen Fall. Ich bin schon tot. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr retten jetzt. Zum Spaß. Also, ich drehe mich mal zum Spaß um. Oh! Du bist tot. Oh. Versuchen wir nochmal. Ich glaube, ich gehe da jetzt gar nicht erst rein in den Raum. Weißt du, die Monster. Wenn ich glaube, wenn mich das gar nicht erst im Blick hat, das Monster, dann mache ich auch nichts falsch. Geht jetzt mal geradeaus weiter einfach. Was war das? Ich will ja dieses Monster von eben scrollen, okay. Okay, hier save ich mal. Links oder rechts, was meinst du? Oh, links klingt doch ganz gut. Ich höre hinter mir Geräusche. Da die Typen, die sich dieses Spiel ausgedacht haben, die haben geschlagen. Oh, das schreit. Oh! Schatten. Hast du das gesehen? Ich sehe da immer noch Schatten an der Wand. Nein! Ich gehe zurück. Ich nehme den anderen Weg. Ich will nicht an diesen Kameras vorbei. Ich habe wieder Geräusche hinter mir. Schattenmonster. Das sprang wieder Schattenmonster. Bitte nicht. Doch, warten wir, das kommt ja das Schattenmonster. Gas, okay, nur Gas, okay. Es ist nur Gas. Was ist das für ein Ding hier? Stromspannung, okay. Saven wir hier mal. Da höre ich Geräusche hinter. Was war das? Ich glaube, du solltest das in zwei Parts machen, weil es sonst zu lange dauert mit dem Hochladen. Ich kann das ja alles nacheinander schneiden. Hier ist ein Tastenfeld. Hier brauche ich einen Code. 1, 2, 3, 4. Enter. Verweigert, okay, ja. 4, 3, 2, 1. Da ist nochmal ein Codefeld. Was steht da? Dr. Gias, okay. Wer ist Dr. Gias? Dr. Harp. Die haben alle Codes. Ah, ne, der hier nicht, okay. Oh, willst du mich verarschen?
Aber hier ist auch eine Tür rechts, wie es scheint. Dann mache ich die doch mal auf. Ich bin tot, finde ich. Ist da ein Schalter? Ich darf nicht das Ding da. Oh, ich bin. Warte mal. Ist da ein Schalter? Ich bin tot, wenn ich nach rechts gucke jetzt, aber ich will wissen, ob da ein Schalter ist. Okay, ist keiner, okay. Ich hasse das. Warum muss das Spiel so lang sein? Das war bei anderen Leuten nicht so lang. Das hat richtig Blick. Oh. Mach die Tür auf! Die Tür ist zu! Oh, oh. Geh weg! Geh doch beiseite! Ich will hier raus! Ich bin tot. Okay, ich bin tot. Der hat immer die Tür zugemacht. Der hat mich eingesperrt. Diese Viecher sehen echt scheiße aus. Okay, ich denke, für heute reicht es erstmal. Ach, glaubst du? Soll ich weitermachen? Nein. Okay, ja, hier machen wir einen richtigen Save jetzt mal. Save und quit. Und ja, soviel zu Containment Breach. Ein Spaß für die ganze Familie, von groß und klein. Von groß bis klein. Ja. Und ja. Also, mir hat es tierisch Spaß gemacht. Oh. Und ja, hier hören wir auf und sehen uns dann weiter. Ich laber schon Blödsinn. Angst macht dumm. Das ist bewiesen. Ja. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal bei SCP Containment Breach. Hier an der Stelle weiter. Hoffe ich mal. Ich hoffe, der speichert das. Also, bis zum nächsten Mal.